Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Wind Waker HD. Im letzten Part gab es ein paar Schwierigkeiten, technische Schwierigkeiten. Keine Ahnung, warum der Part mitten im Part asynchron wurde. Die Facecam ist dauernd stehen geblieben. Ich hoffe, das ist diesmal nicht im Part. Also asynchron ist es jetzt zumindest nicht mehr. Ich hoffe, die Facecam bleibt nicht mehr stehen. Ich habe es jetzt noch mal ein bisschen rumgetestet. Also sie ist 4-5 Stunden einwandfrei gelaufen, ohne einmal stehen zu bleiben. Das sind immer die... Ich hoffe, wir können uns heute auf jeden Fall aufs Game konzentrieren. Ja, im letzten Part wurde uns Schwester Aerol entführt. Und von so einem großen... Ja, ich sage einfach mal großen Urni. Ich bezweifle zwar, dass es ein Urni ist, aber gut. Und ja, heute wollen wir mal im Schiff ein bisschen um uns umschauen. Tortoise, lauf hier nicht so planlos rum. Du behinderst nur alle. Ich habe dich Nico zugeteilt. Also geh unter Deck und frag ihn, was du tun kannst. Okay, dann gehen wir mal zu Nico. Ist das Nico? Nicht so forsch. Das hier ist Captains Tetras Kajüte. Das geht doch nicht. Selbst wir dürfen da nur alle Jubeljahre mal rein. Das ist ja wohl klar, dass Fremde überhaupt keinen Zutritt haben. Tja, so ist das. Okay. Ich wollte da auch nicht rein, ich wollte mich nur ein bisschen umgucken, aber okay. Die müssen ja großen Respekt vor ihr haben. Ah, das müsste Nico sein. Hey, Neuer, ich bin ab heute dein Obermatrose, kapiert? Also hör auf das, was Nico dir sagt und wir werden uns bestens verstehen. Also, als erstes machen wir mal den Aufnahmetest, wie sich das für einen neuen gehört. Kapiert? Also, sieh mir genau zu, wie ich's mache. Und schau dir tüchtig was ab. Kapiert? Okay. Zuerst betätigst du den Schalter hier. Stell dich einfach davor und bewege L, um auf den Schalter zu steigen. Kapiert? Alles klar. Die Plattformen fahren dann von unten drauf und du musst auf sie drauf springen. Okay. Dann musst du auf die Plattformen vor dir springen, aber die ist ein bisschen weit weg. Was? So weit springen ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich einen Trick. Wenn du auf das Seil erspringst, kannst du dich an ihm festhalten. Mit Hilfe von L kannst du schwingen und wenn du A mit A loslassen. Na, hast du alles kapiert? Dann machst du es dann einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zu dem Rahmen in der Händen bist. Allerdings bleiben die Plattformen nicht ewig oben. Du musst dich also schon ein wenig beeilen. Kapiert? Alles klar. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das Untergeschoss ist viel, viel größer als oben. Aber gut. Bis du es hierher geschafft hast, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du es schneller schaffst, sollte ich dich wohl loben. Also, häng dich rein! Okay, wir versuchen es einfach mal. Oh Gott. Ich habe auch Angst, dass ich zu weit springe, aber... Oh Gott. Ganz, ganz vorsichtig und behutsam. Vor allen Dingen, dass die Seile nicht abbrennen. Nein, das gibt's doch nicht. Also wirklich, was soll das werden? Du musst schon ganz genau springen, wenn du es bis hierher schaffen willst. Ach ja, eins habe ich noch vergessen zu sagen. Wenn du an einem Seil hängst, drücke... Ja. Das hatten wir ja schon. Ah, okay, auch klettern, okay. Dann versuchen wir es einfach nochmal. Ich kann dir mal ein bisschen von der Dreamhack erzählen. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht, ne? Die Dreamhack ging ja für mich am Freitag los, beziehungsweise für mich ging es am Donnerstag los. Am Donnerstagabend bin ich in den Zug eingestiegen
Man hat unterwegs auch noch ein paar andere Leute getroffen, die zur DreamHack gefahren sind. Und ja, da hat man sich ein bisschen unterhalten. Dann bin ich um 4 oder 5, wann bin ich angekommen? Nee, um 7:30 oder so bin ich dann in Leipzig angekommen. Und dann erstmal ins Hotel eingecheckt. War ganz soweit nett auch. Die Empfangsdame an der Rezi war ganz nett. Komischerweise, also ich habe halt vorher reserviert gehabt. Und irgendwie war das nicht auf deren Schirm. Keine Ahnung, die haben wahrscheinlich das verpeilt zu kommunizieren. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann noch ein Einzelzimmer bekommen. War ja für mich wichtig, auch wegen meinen Sachen. Ja, dann habe ich mich geduscht, fertig gemacht, einen Red Bull getrunken und dann ging es auch schon auch zum DreamHack. War sehr, sehr kalt. Aber das ist ja auch normal. Nein! Scheiße. Ah, ich hätte nicht unter Druck geraten dürfen. Nur weil ich dieses Ticken gehört habe. Ja, der erste Tag war ganz nett. Man hat auch Leute wieder getroffen, die man auf der Game Invention oder auf der Mac getroffen hat oder auf den Gamescom. War sehr, sehr schön. Ich hatte auch ein Streamer-Bändchen und ein Business-Bändchen, wo ich mit auch in die VIP-Area gekommen bin. Das Schönste war für mich das Essen. Es gab auch einen Sponsor, Monster. Monster Energy. Aber ich trinke ja kein Monster, ihr wisst das ja. Ich trinke ja nur Red Bull. Oder ab und zu mal eine schwarze Dose. Aber das Essen war sehr, sehr schön. Pepsi. War dann auch noch, ja, Pepsi, Sprite, Mirinda. War auch ganz, ganz schön. Ich glaube, alle 3-4 Stunden neues Essen ist ein Traum. Ich hatte eigentlich leben können, jeden Tag. Ja, man ist dann da halt, tauscht sich mit anderen Let's Playern, anderen Streamern aus. Ich hatte auch ein, zwei Anfragen für ein Netzwerk, das ich dem beitreten will oder könnte. Was ich aber nicht machen werde. Ganz einfach aus dem Grund. Ich trete keinem Netzwerk bei. Viele Let's Player haben es früher gemacht und sind damit auf die Schnauze geflogen. Deswegen werde ich es nicht machen. Was? Du hast es so schnell geschafft? Ich habe dich wohl unterschätzt. Aus dir wird vielleicht doch mal ein guter Matrose, wie ich es bin. Oh, ob ich ihm wohl es einfach so geben kann? Ach, wird schon passen. Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico sozusagen. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. Okay, danke schön. Ah, diese Truhen. Oh, epic. Auch die Melodie. Du hast eine Beutetasche gefunden. Eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf eroberte Items verstauen kannst. Von diesen Items gibt es insgesamt 8 Arten. Wenn du den Inhalt der Tasche ansehen willst, wähle sie an und drücke YX oder R. Hey Tortoise, wir sind bei der verschwundenen Bastion angekommen. Komm sofort rauf. Oh. Alles klar. Ja, was gab es denn noch bei der DreamHack? Ja, Samsung war ja der Hauptsponsor. Davon habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten. Dann viele, viele Cosplayer. Zwar nicht so viele wie auf der Gamescom, aber trotzdem auch sehr, sehr nett gemacht. Ja, da gab es noch eine Aftershow-Party. Wo ich dann bis 4 oder 5 mit anderen Let's Playern, anderen Cosplayern getrunken habe. War auch ganz, sehr, sehr schön. Was gab es denn? Rum-Cola gab es. Also es gab wirklich viele Sachen. Hey, hier bin ich. Soll ich da jetzt raufkommen oder was? Anscheinend. Ja, dann habe ich auch, im ersten Tag habe ich dann ja auch gestreamt auf der DreamHack. Ich habe es zumindest versucht. War nicht das allerbeste, aber, nicht, war nicht der allerbeste Part, aber war schon in Ordnung. Was treibst du bloß so lange mit Nico? Ist ja schon gut. Ihr werdet doch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Aber wie auch immer. Sieh mal. Da ist sie. Die verwunschene Bastion.
Das ist sie also. Früher war das hier nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Aber jetzt scheint es ja wirklich gefährlich geworden zu sein. Sieh mal da. Da drüben. Sieh dir mal das Fenster da an. Kommen dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Ey, Will, ich vermute mal stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns noch, bevor wir überhaupt in einen Fuß an Land sitzen. Wie stellen wir das wohl am schlausten an? Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich wusste es, ich wusste es. Nun mach doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmungen eben bringen. So ist das halt. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Also, ist alles bereit? Lasst ihn ordentlich durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschrift sehen. 3, 2, 1. Ich fühle mit dir, Link. Oh nein. Wenigstens einer winkt mir zu. Nein, mein Schwert, unser Schwert. Verwunschene Bastion, wir sind angekommen. Oh nein, dein Schwert. Tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Ah, du schaust aber auch dumm aus der Wäsche. Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, ist das nicht einfach bloß irgendein Stein. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren. Also drücke den Knopf, wenn dieser so aussieht. Ich habe den Stein in dein Statusmenü getan. Das du findest, wenn du im Itemmenü das Itemmenü auswählst. Aber du gibst ihn mir schön brav wieder, sobald du deine Schwester gerettet hast. Also verlieren bloß nicht. Dann mal los, frisch ans Werk. Aber pass auf die Suchscheinwerfer auf. Du solltest besser nicht in die Lichter geraten. Danke für den Hinweis. Oh, Rubine, Rubine. Als ob. Nein! Oh, es muss schnell gehen. Okay, da kann man hoch. Als ob du da nicht hochkommst, Link. Als ob du da nicht hochkommst, Link. Ah. Hier sind noch ein paar Rubine. Erinnert mich irgendwie ans Jiga-Versteck, bei Zelda BOTW. Was haben wir denn hier? Als allererstes brauchen wir ja mal unser Schwert wieder. Okay, wir scheinen... Oh, eine Truhe. Als erstes brauchen wir mal unser Schwert wieder, sonst können wir uns nicht verteidigen. Du hast den Kompass gefunden. Rufe das K. Okay. Also es scheint wohl der erste Dungeon in Anführungszeichen, Dungeon-Insel zu sein. Gott.
Ah, hier geht's weiter. Ich dachte schon, ich wurde erwischt. Kommt das A nochmal? Anscheinend nicht. Als ob Link da nicht hochkommt. Das ist so lächerlich. Jawohl, jetzt aber. Turtles, hör mir gut zu. Wenn du die Leiter heraufkletterst, erwartet dich da oben der Unhold, der dieser Scheinwerfer bedient. Wenn du ihn bezwingst, erhältst du damit die Scheinwerfer an. Dummerweise bist du unbewaffnet. Außerdem, außer deinem Schild hast du nichts, um dich ihm zu stellen. Also, an deiner Stelle würde ich mich mit meinem Schild in den Angriffen diesen Schurken abwehren und, wenn er seine Waffe verliert, diese schnell durch A von oder durch A aufheben. Nun ja, mal sehen, wie du dich behauptest. Okay. Ich weiß auch noch nicht mal, wie ich blocke. Selbst hin. Ah, okay, doch. Jetzt will er auf einmal. Hallöchen. Was zum Teufel? A mit A schlage ich also. Sieht nach einem Stock oder so aus. Keine Ahnung. Jawohl. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, okay. Gehen wir mal weiter. Da sind die nächsten Scheinwerfer. Also insgesamt gibt es da 4 oder 5 Stück, die wir ausschalten müssen. Natürlich. War ja klar. Gehen wir als nächstes mal hier hin. Warum kann ich die nicht mehr nach oben nehmen? Schade eigentlich. Aber gut. Hallo. Jetzt hat er mich gesehen, endlich. Ah, die Steuerung ist nicht so... Ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Link. Na komm, schlag zu. So, nimm das, du elende Ratte. So, die nächsten Scheinwerfer, der nächste Scheinwerfer war dort. Sollte ich aber eigentlich hinkommen? Ey, das ist lächerlich, wenn ich da nicht hochkomme. Ich versuch's nochmal, aber eigentlich sollte das gehen. Als ob, habt ihr das gesehen, als wenn ich dagegen so eine unsichtbare Wand springe. Das ist. Aber versuchen wir es noch, sonst müssen wir einen anderen Weg finden. Was ich schade finde. Da
Da habt ihr gesehen? Die Wand? Ah, gut. Was soll ich dazu sagen? Aber ich glaube, ich habe schon einen Weg gefunden. Genau, wir waren ja bei der Dreamhack stehen geblieben und komm schon. Und dann habe ich das auch alles aufgebaut. War ganz so weit schön, war auch eigentlich ein Glücksfall, dass ich dort streamen konnte. Ja, also von der Qualität her ging es. Ich hätte es natürlich besser gewünscht, aber das war das erste Mal, wo ich mit meinem Gaming-Laptop gestreamt habe. Von daher fand ich es in Ordnung. Du hast die Labyrinthkarte gefunden. Ja, cool. Ja, der zweite Tag war auch sehr, sehr anstrengend. Ich habe halt die Videos noch gerendert, die ich offscreen aufgenommen habe. Was habe ich noch gemacht? Ja, gerendert, die Thumbnails gemacht, dich mit Leuten ausgetauscht. Das ist einfach... Es ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Auch wenn man es gar nicht immer glaubt. Aber... Eben konnte ich doch A drücken, oder? Aber hier ist keiner drin. Da oben ist nur eine Vase und das war's. Was ist das da denn vorne? Es scheint mir auch irgendwie komisch. Ich laufe hier wieder gegen eine unsichtbare Wand, aber okay. So, gehen wir mal hier rein. Ah, okay. Also das Game ist jetzt 2013 rausgekommen. Also dafür finde ich es... Ja, ich weiß nicht, ob die Entwickler wieder unter Druck standen, aber ich bin noch nicht so wirklich zufrieden mit der Steuerung. Zumindest bis jetzt. Na komm. Aber das sage ich bei fast jedem Game. Also von daher. Jetzt schlag mich doch. Jawohl. Das tat weh. Und ich habe anscheinend gerade ins Leere gehauen. So, der nächste Scheinwerfer ist aus. Eins. Das waren schon alle. Okay. Sind die Rubine unten gerespawnt oder was? Okay. Muss ich halt da irgendwie hinkommen. Aber ich vermute... Aua. Ich muss... da rein. Ich weiß es aber nicht. Oder das ist der Dungeon Boss. Das kann auch sein. Okay, wir kommen hier rein. Vor denen laufen wir einfach mal weg. Gott, ich habe noch nicht mal meinen, ich sag jetzt schon Master Sword. Halt's ab. Die sehen ein bisschen anders aus. Ja, komm.
Ah, die dürfen mich nicht sehen. Und jetzt bin ich auch im Gefängnis. Hey, bist du noch ganz bei Trost? Wenn du an einem streng bewachten Ort wie diesen so unbedarft und vor allem unbewaffnet herumspazierst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du geschnappt wirst. Sieh dich doch mal lieber um, ob du nicht etwas findest, mit dem du dich vor wachsamen Blicken verstecken kannst. Ah, ich vermute, ich weiß schon, worauf sie hinaus will. Ja. Ja, super, wie komme ich hier jetzt raus? Hier ist eine... Die Vase ist doch voll auffällig. Versuchen wir mal auf der anderen Seite. Wie komme ich hier raus? Ich dachte, ich kann da raufklettern, aber... Ich habe halt nur mein Fernglas und meine... Ja, mein Monsterbeutel. Da oben geht's raus, aber... Wie komme ich aus diesem Gefängnis raus? Okay, danke, dass du da schon mal... Okay. Ah, ziemlich tricky. Aber hat man es erstmal rausgefunden, dann weiß man es auch. Vor allen Dingen, ich denke mal, das ist... Ich habe keine Ahnung, vielleicht von den Ratten oder so, so ein Notfluchttunnel, ich weiß es nicht. Wir können aber einen Blick mal auf die Karte werfen. Oh, wir müssen hier lang. Hier ist auch noch irgendetwas. Anscheinend. Nein? Und doch. Aber eigentlich müssen wir nach unten. Ja, ist klar. War also eine Falle. Ach, super. Wir müssen nach da oben irgendwie. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass wir da vorne rein müssen. Aber diesmal mit so einem Teil hier, wenn das denn geht. Aber ich glaube, nee, mit so einem Teil geht, schaffen wir das nicht. Weil wir müssen ja auch noch die Leiter hoch.
Verdammt, warum geht das mit dem nicht? Ah, doch, da ist aber einer. Ich hoffe, das geht. Sehen aus wie Moblins. Also, dass die hellsten sind, nicht die hellsten sind, ist ja natürlich klar. Ah, hier waren wir doch. Aber hier ist eine Truhe. Und die will ich haben. Du hast einen gelben Rubin gefunden. Okay. Okay, dann müssen wir einen anderen Weg nach oben finden. Waren wir doch auf dem richtigen Weg? Eventuell. Gehen wir einfach mal oben komplett einmal nochmal lang. Ja, der dritte Tag von der Dreamhack, ja, war eigentlich am entspanntesten, kann man so sagen. War zwar auch noch recht ein bisschen stressig, aber nicht so dolle wie die anderen beiden Tage. Ich habe dann auch noch einen Gengar und einen Chanera geholt. Einmal hier für mein Gaming-Zimmer. Kann ich vielleicht gleich mal auch zeigen. So teuer waren die auch nicht, glaube ich. Was habe ich dafür gezahlt? 15 Euro nur. Ist relativ günstig. Normalerweise zahlst du für so ein Ding 40, 50. Und deswegen konnte ich mir das nicht nehmen lassen. Das war schon ein schönes Angebot. Vor allen Dingen, wo ich da dann die ganze Zeit in der Bahn rumgelaufen bin, dachten die auch, der muss von der Dreamhack kommen. Was hat er dafür? Und auch, wo ich nach Hause gefahren bin. Ich hatte das ja auch meinen Schlüsselanhänger um. Ne? Also, weil ich hatte halt keine andere Hand frei. Die Leute gucken einen an und... Ach, aber mir war das egal. So, wir müssen nach da oben hin. Das heißt, wir müssen hier irgendwie hin. Schauen wir mal, was wir hier haben. Hier war ich doch schon. Hier kam ich her. Hier kam ich her.
Ich glaube, wenn wir da oben weitergehen, dann sollten wir eigentlich zu Abril kommen. Ich kann mich aber daran erinnern, dass es zwei oder drei Möglichkeiten gab. Also zwei, drei Wege. Aber es ist, wie gesagt, das ist auch so lange her. Genau, links ist das Gefängnis. Wir gehen weiter geradeaus. Und hier müssen wir einmal rüber. Hier müssen wir ein bisschen tricky sein, aber das geht auch schon. Und hier müssten wir jetzt am Ziel sein. Laut Karte. Ja. Ja, wenn sie halt immer so schnüffeln, habe ich immer Angst, dass sie mich entdecken, aber... Vor allen Dingen, wie die ihren Arsch immer hinstrecken, ne? Also... Ist es die Lippe oder die Zunge? Alles klar. Komm, dreh dich um, dreh dich um. Als ob. Gott. Na komm. Gott. Okay, wir müssen nach oben links. Oh, hier nach oben. Auch wenn links noch ein Weg ist, aber wir müssen, glaube ich, eh nach oben. Von daher. Ach komm, jetzt geh. Als ob. Wenigstens kriegt man eine Vorwarnung. Geh weg. Errol, wir kommen und retten dich. Natürlich brauche ich wieder die Fässer. Aber das liebe ich auch so an Zelda.
Komm, dreh dich um. Ich frage mich, mit was die bezahlt werden. Mit Geld sicherlich nicht. Wahrscheinlich so mit Schweineinnereien und Hühnerinnereien. Das kann ich mir gut vorstellen. Oh, wir haben fast schon unsere ersten 100 Rubine. Was ich auch ein schönes Detail finde, unten glitzert das, also die Rubine. Bei der Anzahl glitzert das ein bisschen. Oh, das haben sie schön gemacht. Hoch hier, Link. Und anpressen. Ah, ich muss gedrückt halten. Okay. Bloß nicht runtergucken. Ich selber habe ja auch Höhenangst. Oh, da sind Herzen. Vielleicht kriegen wir mal hier unser erstes Herzteil, das war ganz schön. Ich frage mich, wie die anderen immer reinkommen. Also jetzt hier ins Schloss oder Burg. Was das auch so. Ja, ich glaube, das ist eher eine Burg. Hand aus dem Schwert. Lauf, Link. Jawohl, du hast dein verlorenes Heldenschwert wiedererlangt. Nimm das! War wohl schon ein kleiner Zwischenboss. Kann ich das aufnehmen? Ja, cool. Nehmen wir erstmal mit. Ah, geht nicht. Schade. Da ist sie, unsere kleine Schwester. Aber auch Link guckt er erstmal so, als wenn er Kontaktlinsen oder so bräuchte, aber. Ah, er traut dem Braten noch nicht so. Das wird wohl der Final Boss in den Dungeon hier sein. Wo will der Mega-Orni mit uns hin? Wen haben wir denn da? Ist das etwa Ganondorf? Tortoise, Tortoise, wach auf, Tortoise. Komm zu dir, Tortoise. Ein Boot.
Bist du wieder bei Bewusstsein? Schwerer vom Begriff, als ich dachte. Habe ich dich erschreckt? Auch in unseren weiten Welten ist ein entsprechendes Schiff alles andere als eine Alltäglichkeit. Genau genommen bin ich sogar das einzige dieser Art. Wen würde das also nicht erschrecken? Ich bin der rote Leunenkönig. Oh, Leune. Oh. Ja, gut. Wilde, bist du ein Boot, was aus Leunen gemacht ist? Aus Leunenknochen oder was? Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin auf deiner Seite. Ich bin noch ein bisschen misstrauisch. Tortoise. Ich habe alles mit angesehen, wie du zur verwunschenen Bastion aufgebrochen bist, um deine Schwester zu befreien. Ich habe große Achtung vor deiner Liebe zu deiner Schwester und vor deiner Furchtlosigkeit und in deinem Mut. Aber das war zu unüberlegt. Du hast ihn doch auch gesehen, diesen unheimlichen Schatten, der den großen Vogel befehligt hat. Oh ja. Sein Name ist Ganondorf. Er hatte sich der göttlichen Kräfte bemächtigt und plante, die Welt auf ewig in seine finstere Niederhölle zu verwandeln, bevor er schließlich durch die Kräfte der Götter gebannt wurde. Der Gebieter der Niederhöllen aus der Legende, es ist jener Ganondorf. Ich weiß nicht, wieso das Bannsiegel der Götter versagt hat, aber jetzt, da er wieder auferstanden ist, wird die Welt erneut durch dunkle Mächte bedroht. Übrigens, Tortoise, hast du noch immer ernstlich vor, deine Schwester zu retten? Natürlich! Und du würdest tatsächlich jegliche Unbill dafür auf dich nehmen, sagst du? Ja, natürlich. Verstehe. Dann will ich dich von nun an leiten und dir sagen, was du zu tun hast und wohin du gehen musst. Ganondorf kann nicht durch die Kraft eines Menschen bezwungen werden und schon gar nicht durch die eines so kleinen wie dir. Aber mit den Kräften, die du am Ende deiner langen und strapazenreichen Reise erlangen wirst, kannst du ihn besiegen. Hast du mich verstanden? Jawohl. Dann wollen wir sogleich die Segel setzen und aufs große Meer hinausfahren. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Es ist mir ja sehr peinlich, aber ich habe leider kein Segel, das du setzen könntest. Und ohne Segel kommen wir natürlich nie aufs große, weite Meer. So viel verstehst du von Seefahrt sicherlich auch, mein Junge. Diese Insel, die weit östlich der verwunschenen Bastion liegt, ist ein Umschlagplatz für alle erdlichen Güter und Treffpunkt vieler Händler. Wenn du dich dort ein wenig umsiehst, wird es dir bestimmt nicht schwerfallen, ein Segel aufzutreiben. Meinst du, ich darf dich also bitten, ein Segel für unsere Sachen zu besorgen? Natürlich. Auf dieser Handelsinsel eben leben die verschiedensten Menschen. An solchen Orten kann man viele interessante Informationen aufschnappen, vielleicht auch Dinge, die später noch einmal wichtig für uns werden. Aber wir haben keine Zeit für einen gemütlichen Landurlaub. Sobald du mit deinen Besorgungen fertig bist, kehre unverzüglich zu mir zurück. Alles klar, dann danke ich euch fürs Reinschauen. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar da lassen. Im nächsten Part werden wir uns dann die Insel genauer angucken. Also, bis dann!